Tag 3 im Veilchen Camp Belek 2019. Mittwoch, der Tag mit dem ersten Testspiel. Daniel, der Ausblick auf den Tag. Ja, wir gucken mal, wir haben jetzt früh noch eine Trainingseinheit, wo wir so ein bisschen ein paar Wiederholungsschleifen machen von dem, was wir gestern gemacht haben, plus ein paar Elemente aus dem Abschlusstraining. Dann 15 Uhr der Test gegen Halle. Jetzt in der Frühphase der Vorbereitung spannend, wie wir da schon zurechtkommen, weil gestern war es doch noch überschaubar, gerade was Passqualität und was technische Elemente angeht, hat man schon gesehen, dass ein paar Leute jetzt eine Weile keinen Ball am Fuß hatten und dementsprechend dann ja, spannend. Spielzeit 2x45 pro Spieler, soweit wir das verteilen können. Offen ist noch, ob Luke Hemmerich spielt, den entscheiden wir jetzt nach dem Vormittagstraining. Nikolai Rapp lassen wir präventiv noch weg und Ioa kann auch nicht spielen. Also das steht auch fest, wollen wir nicht riskieren. Ich denke, dass er eben jetzt vormittags Teile vom Mannschaftstraining mitmachen kann, aber das muss dann im Testspiel nicht sein. Ansonsten war jetzt schon angekündigt, dass ein Testspieler kommt. Der kommt aber erst heute Abend spät an. Das heißt, den werden wir heute noch nicht sehen. Da geht es dann erst ab morgen los für den Kollegen und dann wollen wir uns mal einen Eindruck verschaffen live. Wie gesagt, die Bilder waren ganz interessant und für uns geht es dann eher darum, für den Fall, dass uns in Offensive noch ein Spieler verlässt, dass wir dann vorbereitet sind, weil wir dann mit Pronicev plus und dann geht es sicherlich um Sören Bertram zwei Abgänge hätten und dann müssen wir schon nochmal zusehen, dass wir nicht zu dünn besetzt sind für den Fall, dass sich mal jemand wehtut. Und darum geht es eigentlich und deswegen schauen wir uns den Kollegen mal an.